Hi Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge RIM. So, wie versprochen geht's jetzt hier weiter. Wir haben die große Brücke überquert und schauen auch jetzt mal, was uns denn hier jetzt erwartet. Ich denke mal, die Tür geht auf, so ist es. Und dann schauen wir doch mal. Und wir sind am Rätselraten. Sehr gut. Gefällt mir richtig gut bis jetzt das Spiel. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir das immer selber ein bisschen schwer mache. Ich denke da immer ein bisschen zu kompliziert. So. Oh, war gerade noch, ey. Bisschen knapp. Hier. Oh. Was müssen wir denn da schon wieder machen jetzt? Können wir die hier bewegen? Okay, ich denke mal, wir müssen die irgendwie alle zwei gleichzeitig da. Oder wir können hier die Zeit verändern. Und da hinten ist der rote Baron. Okay. Was ist dann mit... Wir können praktisch nur die eine Seite machen. Okay, die leuchtet jetzt. Okay, dreht sich jetzt wieder von alleine. Okay, da können wir nicht hoch. Okay, dann ist jetzt auch schon wieder. Lass uns mal hier schauen. Niemals rüber, oder? Immer wenn das da hinten angestarrt wird, geht das. Okay. Ah, ich muss mich da raufstellen. Okay, alles klar.
somit ist die Brücke frei. Jetzt weiß ich noch nicht, ob wir da rüberkommen. Nicht, dass es hier wieder auf einmal aufhört, weil sich die Zeit verändert. Ist ja nice. Da können wir die Zeit, also auch mit der Zeit ein bisschen rumspielen. Und der wird wahrscheinlich gleich wieder abhauen. Ja. War mir klar. Okay, dann soll er doch. Soll er doch. Hier steht auf jeden Fall irgendwie so ein Thron zu sein oder sowas. Die Zeit. Richtig dunkel. Also bis jetzt habe ich noch keinen Plan von der Story hier, muss ich sagen. So, und da ist so ein Gefäß, das hatten wir in der ersten Folge schon mal gesehen. Können wir hier in dem Gefäß was machen? Hinter ist auf jeden Fall irgendwie ein Gang oder sowas. Okay, ich hätte es in der ersten Folge mal schon probieren sollen. Kommen wir aber hier nicht weiter. Nö, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Riesengroße Hallen hier. Okay, da ist auch so ein Feuer. Vielleicht müssen wir die alle aktivieren. Ist auch cool, eher schreitendes Feuerwehrgröße. Sudala.
Ist echt spannend, muss ich sagen, damit ihr. Zeigt uns hier den Weg an. Schon wieder richtig dunkel alles hier. Ich muss nochmal die Einstellung machen. Ich denke, dass wir den kompletten Raum erleuchten müssen oder so, erhellen müssen. Ich weiß nämlich nicht, gehen die anderen wieder aus? Dann, nee, die bleiben an, okay. Die bleiben an, okay. Okay, wir sind gleich wieder am Anfang. Da ist noch eine. Denke mal, das ist nur eine Art Licht für hier drinne. Da hinten noch mal lang. Hier ist nichts. Ui. Ich weiß noch nicht, dass ich hier runterfalle oder sowas. Irgendwo geht hier bestimmt ein Weg hoch. Nein, hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich da rüber springen kann. Okay, kann man. Da ist noch eine. So, und da geht's auch hoch, würde ich sagen. Genau. Wir gehen hier noch einmal rum. Okay, dann gehen wir doch mal hier rein. Ich mach mal alles an. Ich weiß nicht, ob es noch brauche. Oder halt nicht. Ich weiß es nicht. Okay, so können wir gleich zwei anmachen. Ah,
ist ein Drehwurm hier. Und wer geht es hier noch hoch? Ah, okay. Okay, da ist ein Strudel. Da sollten wir, glaube ich, nicht reinfallen. Aber hier sind überall so Fuchsmalereien an der Treppe. Vielleicht zeigt uns die Malerei, wo wir hin müssen. Können wir hier was machen? Okay, wir können auch diese größer machen. Mit mehr Licht. Steigt das Wasser auch? Sieht nicht so aus, ne? Ich würde da schon gerne mal reinspringen eigentlich. Nur um zu schauen, was passiert, aber ich glaube, ich mache es eher nicht. So, weiter geht's ja hier nicht, gell? Schaut richtig cool, richtig geil gemacht. Ich glaube, ich renne jetzt gerade in mein Verderben. Irgendwie sieht es nicht gerade so aus, als wenn ich da hinrennen sollte, aber ich renne jetzt einfach mal hin. Was ist denn hier los? Wo kommt denn der Sturm her? Lauf, Forrest! Lauf! Game over, oder? Mein Umhang ist weg, sehe ich gerade. Sind weggeschleudert. Wo bin ich denn jetzt hier? In so einer Traumwelt oder sowas? Ich habe keinen Plan, Leute. Das ist mein Umhang, den will ich wieder haben. Okay, was ist das hier? Nichts. Ich kann mich hier aber auch nicht drehen jetzt. Ich kann nur in eine Richtung gehen. Kann zwar schon in die Richtung gehen, aber ich kann mich nicht... Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich denke mal, mein Ziel ist das Schiff hier. Vielleicht kommen wir mit dem Schiff wieder runter von der Insel. Ja, was ist denn hier jetzt? Geh da hoch. Nein, das war wieder klar. Wow! Okay. Ist es vielleicht eine Art Erinnerung gewesen? Wie wir praktisch an der Insel gestrandet sind? Weil da war ja auch ganz zum Anfang, ist ein Sturm gewesen.
Und dann bin ich ja praktisch gestrandet. Sehen wir jetzt gleich, würde ich sagen. Sehen wir gleich. Oh, was ist da los? Was ist da los? Schwarze Menschen, Männchen oder keine Ahnung, schwarze Wesen. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend, würde ich sagen. Ich bewege mich jetzt hier keinen Schritt weiter, weil ich erst in der nächsten Folge sehen will oder wie es uns in der nächsten Folge anschauen, wie es weitergeht. Wenn es euch denn ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. So, dann würde ich sagen, reingehauen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.